Hallo und willkommen zurück zur vierten Episode, der finalen Episode der Final Season Telltales Walking Dead. Hier sind wir nun am Ende der Straße, Ende der Fahnenstange. Der Keks ist gegessen, der Drops ist gelutscht demnächst. Ja, schauen wir mal, wie sie das zu Ende führen werden. Ja, es gibt ja genug Spekulationen hier, dass man Clementine nicht mehr sieht hier auf dem Endscreen und die Ethik-Aspekt, worauf sich das wohl beziehen mag. Und ja, kann man so oder so verstehen. Ja, ich hoffe, alle sind bereit, angeschnallt, Sitze in aufrechte Position gebracht. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet im großen Finale. Last time on The Walking Dead. EJ spricht's, okay? Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to always aim for the head, to atone when I did something bad, to show mercy sometimes. I always listened to Clem, always, but I've been thinking more. I don't know if she's right every time. Was soll das heißen? She told me to leave her if she got bit. Ja, natürlich. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things. To save our friends. To protect our home. And when Clem told me to shoot Lily, I got mad. So mad. Was? I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass AJ das spricht. Es spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass wann immer er das erzählt und wem immer er das erzählt, halt nicht mehr zusammen sind, was aus Clems Sicht schon eher ein schlechtes Zeichen ist, weil sie ihn, glaube ich, nicht so ohne weiteres zurücklassen würde. Ja. Weiß ich noch nicht, was ich jetzt darüber denken soll. Kein gutes Zeichen. Aber dass er Lily erschießen sollte, weiß ich nicht, warum das so ein Problem für ihn ist oder dass sie das so irritiert, weil die war ja nur wirklich durch. Nun gut, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Auch kein gutes Zeichen. Wobei, wieso fällt die Mütze jetzt runter? Die ist in einer ganz anderen Situation. Okay. Ist ja wieder an die Quicktime Events gewöhnen hier. Ja, schon krank, wenn ich das hier direkt am Anfang verkackt hätte. Now what? So ein Quicktime-Event. We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. Dort runter geht's. Sehr schnell. Und nicht auf die gute Art. We can climb down from there. We have to get there first. Okay, we've got to jump. I know it's far, but it's the only way. Ja, und auch nicht mehr für Zeit. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. Come
on, you can do this, AJ. Just run and jump. You got this. I got this. I got this. AJ, what do we do when we're scared? We push through it. We don't let it take over. No, we don't. Nicht okay. Get to the pier. I'll meet you there. I'm not going to leave you. There's nothing you can do. I'll find a way there. Now go. Wir werden getrennt. Ich will, dass wieder in die Steuerung reinkommen. Ich will ja nicht gleich die kranken Entscheidungen und krieg da, wie wir es kriegen. Verdammt. Ja. Okay, und weg vom Schiff. Okay. Mir fällt mir ein, weil sie ihren Hut verloren hat. Ah ne, das war das andere Ende, wo Penny ihr den Hut gibt. Gerade überlegt, warum AJ den nicht hat, aber wir sind ja mit Penny mitgegangen. Verwirrende Erinnerungen. Was? 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 Okay. Also, auf ein neues. Jetzt weiß ich zwar nicht so genau, worauf ich da hätte ziehen können, weil ich habe eigentlich... ich kann hier eigentlich nichts machen. Ja, ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten. Zumindest mit dem rechten Stick nicht. Okay, probieren wir es mal. Den kriege ich nicht, den kriege ich. Ah, Fuß. Und jetzt, komm. Jawohl, so geht das. Und Schuss. Marlons Bogen, Wanders Fight. Also, ich frage mich jetzt auch schon so ein bisschen, wieso sich das Schiff um seine eigene Achse dreht auf einem Fluss, der ja vielleicht nicht mal halb so tief ist, wie das Boot hoch ist. Also über Wasser hoch ist. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil normal, also es würde halt vielleicht ein bisschen kippen und dann halt sinken, aber wieso sich das um 90 Grad zur Seite drehen sollte. Na gut. Ja, also, dass AJ das Intro gesprochen hat, weiß ich nicht. Also, nachdem Clem ja die ersten Intros gesprochen hat, kann man natürlich so ein bisschen vermuten, dass sie das irgendwie jemand erzählt. Das würde ja bedeuten, dass sie überlebt hat oder so. Dass jetzt natürlich AJ das erzählt, kann natürlich wieder böses Omen sein für Clems Schicksal.
es mal nicht hoffen. Okay, nicht ganz 90 Grad nach links gedreht, aber fast. Ich glaube nicht, dass es nur auf der linken Seite wegschlagen würde. Selbst wenn wir uns... muss ich wahrscheinlich nicht so weit drehen. Ah, Ihmchen. Hat aber was Positives getan, ja, was Produktives, Sinnvolles. It's so good to see you. Okay. Thanks. I owe you one. Get the fuck off of me! Whoa! Violet in Ruhe. So geht's ja nicht. Pfeil mitbringen? No. Are you okay? Yeah. My ass is a little singed, but I'm good. Fuck. You, I was so afraid of you. Me too. But we're okay. We're both okay. Lou. What happened to Minnie? I don't know. I lost track after the explosion. Clem! Ehrlich, scheiß auf Minnie, ja. Die alle verraten, den ganzen Scheiß erst losgetreten. Oh, thank God. You guys made it. Okay, die beiden gibt's auch noch. There's more walkers than I can count. That explosion drew them right to us. Stay cool. We knew this would happen. We just have to get off this beach. Look! We've got the cart around. Ruby, Willie! Come on! We're getting out of here! There's no end to these little shits! Put them down! Alter! Aber jetzt können sie nicht schießen. Schuss. Ja, da guckst du blöd, ne? Ja, ich. Und Schuss. Ich hätte uns ziehen lassen, wäre das nicht passiert. Ah, Mini. Bitte was? Ist immer noch auf der Seite von den... Ich meine, gut, dass sie die jetzt vielleicht, dass sie denen vielleicht helfen will. Okay, ja, wenn sie mit denen irgendwie umgezogen ist. Aber dass sie uns da verraten hat an Lily, das war echt... Das geht gar nicht. Der werde ich sicher nicht vertrauen. Okay, also ich das Thema habe jetzt erledigt mit ihr. Oh mein Gott. Ich kann ja auch nicht sagen, dass ich das jetzt sonderlich bedauerlich finde. I'll stay back and cover you. I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. Okay. So viel Zeit muss sein. I'll see you on the other side. Damn right. AJ, go with him. No, I'm staying with you. Thanks, kiddo. Shoot the walkers, dann machen wir das. 2, 3, sichern. Okay, jetzt ist das Thema doppelt durch.
Ja klar, jetzt bin ich schuld. Alter! Ganz toll. Die ist auch nicht tot zu kriegen, ne? Meine Fresse. Your knife is missing. Ganz toll. Okay, 600.000 Pfeile habe ich auch nicht. Und auch nicht die Zeit, um die alle abzuknallen. Tim! Cannot fight. Ten ist da. Okay. No. Hallo? Hier einmal nach links, einmal nach rechts. Einmal nach links, einmal nach rechts. Okay. Sehr schön. Ten ist capable. Sehr gut. Und wir haben wieder ein Messer. Auch gut. Ja, noch besser eigentlich. Immer besser ist, wenn man sich auf sich selbst verlassen kann und nicht auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man sie hat. Die Hilfe anderer. Oh. James! James war der Name, genau. Kam ich wohl nicht drauf. Wollte mich nämlich schon fragen, wo der geblieben ist, weil der war doch mit uns oben auf dem Schiff. Wieso war der so völlig woanders? Entweder ist er ewig vor uns aufgewacht und we have to move. Einfach abgehauen. We'll have to squeeze through there. We don't know where it goes. Korrekt. Well, we do know there's walkers in the other direction. Auch korrekt. But move it, dummy. I saw his eyes when he did it. I saw the bloodlust in them. Ja, Alter, krieg dich wieder ein. Nothing. Go. Ich meine mal ohne Witz, Lilly, ja, also ich meine, wenn er sich bei anderen aufregt, okay, aber Lilly konnte man da einfach nicht. But not for long. Damn it. It's so dark in here. We can't move forward without a way to see. Figure something out. Okay, sehr schön. Haben wir endlich mal 5 Sekunden Ruhe. Ja, okay, wir können mit den Leuten reden. Das können wir vielleicht mal machen. Clem, did you see Minnie out there? Ja. I didn't see her anywhere. But that doesn't mean she escaped. Ja, ihn anlügen ist auch irgendwie. I saw her on the beach. She was bitten, Ten. So, she'll go to the next place. With Sophie. They can be together. That's good. Die Einstellung muss echt mal überwinden. Es ist gut, dass sie gebissen wurde, Alter. Check on Walkers, talk to James. If they get in here, I'm going to have to kill them. I don't want to do that. Ja, eigentlich auch nur die ersten 1-2 oder so, bis die Barriere hier vielleicht ein bisschen verstopft ist. Dann können wir die anderen noch nicht so mal etwas nach. Okay, das hat gar nichts gebracht. Wen haben wir noch hier? AJ haben wir noch hier. It's so dark in here. I'm working on it. It doesn't feel safe. There's too much danger outside. I wish I had a gun. We'll be out of here soon. Na, hoffentlich. Okay. Ist sonst noch einer hier? Ah, ein Toy. Another one. Gotta get home before AJ can play with it. Das würde ich aber auch sagen. Calypso Cauliflower. Okay. Okay, da kommen wir auf jeden Fall raus. Oder auch nicht. Aber potenziell. Was haben wir da? Box. Hat sie nicht was gelernt in Season 3, dass man zur Sicherheit immer noch mal das Messer in den Kopf jagt. Von wie hieß er?
die am Ende das Battle mit Kenny hatte. Jane? Ich glaube, Jane. Okay, wir haben was Brennbares. Jetzt brauchen wir noch irgendwas als Stiel. Crystal. Might look nice in our room. Just have to get home first. Diese Collectible-Kacke, ja, das passt so überhaupt nicht rein. Als ob das jetzt gerade ihre Sorge wäre, da irgendwelche schönen Kristalle aufzuheben. Aber gut. Okay, voll. Sehr schön. Perfect. Flint. I need something to wrap the cloth around, before I burn it. Der eben schon erwähnte Stiel der Fackel. Was? Irgend so einen länglichen Felsenäumel oder so? Ist auch nicht. Leiche. Ja, auch nicht. Oh, da ist was. Mal rum, nicht, dass wir hier unglücklich ins Wasser fallen. Was wir mit allem rechnen hier. Stick. Ja, erstmal den Stick. Okay. Alright. Hey, good. Look, there's another tunnel over there. It's too far. Well, we gotta find something to help us cross. Walkers are getting closer. Don't worry. We'll be home before you know it. Not sure where it goes, but it's our only option. Okay. Ich hätte auch den Stapel anzünden können, statt den Stiel zu nehmen. Too far for us to jump across. Da hinten, der Baumstamm sieht doch sehr... We can use as a bridge. Ja. Der Baumstamm da sieht doch verdächtig so aus, als wäre er genau dafür gemacht. Was sind wir da noch? Rocks are too small to walk across. Genau, den Stamm zwischen... But it might stop something flowing down river. Korrekt, den Stamm dazwischen einklemmen. Dann haben wir eine super glitschige Brücke, wo wir uns alles genick brechen können. Drift down the river and get caught in the rocks. Could work as a bridge. Es sei denn, er fällt zufällig so, dass er zwischendurch schwimmt. Okay, we just need to go across one by one, and then we'll move the rocks out of the way. Whoa, Ten. Okay, das macht sogar Sinn. Okay, die haben am Stamm gewackelt. Komm. Wahrscheinlich gleich springen. Und tschüss. Sehr schön. Okay, also jetzt wird es ja langsam mal ein bisschen entspannter, ja. Dem durch den Kopf. Noch mehr Höhlen. Ich meine, da jetzt reinzurennen kann natürlich auch heißen, dass man einfach 46 Jahre hier durch die Höhlen wandert. Ausgang findet.
Wobei im Zweifelsfall können sie halt immer noch wieder zurück und versuchen, zu dem See rauszukommen, an der Stelle, wo der Fluss war. Where do we go? Ten. Do you see a light down any of these tunnels? You brought this on yourself. Alter. But it's not too late. Let go. For him, at least. Alter, was? Follow us, and I sprain your ankle. Follow us after that, I break your leg. I won't let you take him. I won't let you make him a monster. Not any further. Clem! Shh! You're coming with me. If you want to live, let him go. Don't test me. Violence again. Unsurprising. Das beißt. I'll kill you before I leave her. Sehr gut. You did this. Nee, das hast du selber gemacht, du Pfeife. Alter. Ah, oh, EJ war unaufmerksam. You made him this way. You had him empty an entire clip into that woman's head. It was only half a clip. Alter, du wolltest ihn entführen. Was glaubst is du? What you wanted? Der ist auch durch. Boy, you only sees an answer at the end of a barrel. Look at me and tell me this is what you wanted. She deserved to die, and you know it. Du, der weiß einen Scheiß über Lilia. In that way, I've seen what rage like that can do if it remains unchecked. Believe me. You don't want to see it with him. Das war da mit Psychos zusammen war. You told me you wouldn't let him become a killer. Muss jetzt nicht ins andere Extrem verfallen, das ist halt auch dumm. I liked it. Na ja, gut, dass der EJ manchmal nicht so ganz sauber tickt, das haben wir ja auch schon gemerkt. I liked killing. Ja, aber ich meine, bei ihr... Made me feel strong. I don't care if it was murder. I don't care if it was anything. Die Frage ist, Marcus, weil er getötet hat, oder Marcus, weil er sie getötet hat, was halt schon ein Unterschied, ja. Best feeling I've had in a long time. Maybe ever. Alvin Jr. That is not what I taught you. Not about how you feel, how you treat people, how you think. I'm teaching myself now. The wrong lessons. Says you. I never taught you to find joy in killing. AJ, you can't really believe that. Please, think about what you're saying. Stay out of this or I swear I'll claw your fucking eyes out. Neither of you are listening. Anyone that wants to hurt us should be dead. And I'm not sorry about it. And I'm not gonna feel bad about it. Teilweise hat er recht, aber der zieht's ein bisschen zu weit. AJ, you say you didn't teach me this when you did. You always said surviving was the most important thing. Be strong, be brave. If something wants to hurt us, shoot it right in the head. Ja, größtenteils. Killing Lily made us safe. Korrekt. There's nothing wrong with liking that. Ja, wenn er es mag, weil es Lily war. Ja, und sie es verdient hat, aber nicht, weil er es mag, weil er gern tötet. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was genau er hier meint. Den Unterschied würde ich halt schon ein bisschen differenzieren wollen hier. Und das kann ich jetzt momentan noch nicht, vom Spiel her. Um rauszukriegen, was genau er hier meint. Ne? Weil es ja nicht prinzipiell falsch, dass er... dass es ihn freut, dass er Lily töten konnte, weil sie halt Psycho war und ihr Leute irgendwie entführt und verletzt hat. Walk around. You can't tell me to stop and expect me to get it. You can't tell me to stop when you know it just confuses me. I know this world is hard for all of us and for you especially. But there's more to it than just survival. Like what? Rule one, never go alone. The very first rule is about how to survive. Yeah, not alone, mit anderen, ja. But where are the rules that are more important than that? Why aren't they first?
And why are you just telling me now? You can't just make up new rules, Clem. It confuses me. Look, surviving is different around people. We're not on the road anymore. Things change with people, rules change. What? Like voting? Yeah, sure, but that's just that one of them. That rule almost got us killed. Ich hätte vielleicht das, dass du jetzt älter bist, nehmen sollen, weil das hätte, glaube ich, ein bisschen besser gepasst. Aber da war die Zeit ein bisschen schnell runter, bevor ich es in der Konsequenz alles abgerufen hatte. I need you to hear me, AJ. You can't talk like this about killing anyone. Even Lily. Weiß ich nicht, das geht in die falsche Richtung, weil es, wie gesagt, prinzipiell hat er nicht Unrecht. Ja, wenn es halt Leute sind, die es verdient haben, dann... I've heard enough. It's obvious you can't teach him. Alter! Aber du, oder was? Don't understand who we are. I understand you. I've seen your kind. The world is full of you. I've been you. All you know is violence, death. He could live a peaceful life, but it's like you won't let him. Für den gibt's halt nur schwarz und weiß. Das ist halt dumm, ja. It's hard to believe, AJ. I know it does, but listen to me. No one has to die anymore. Not humans. Not walkers. Das ist naiv im besten Fall. Philosophy of yours? This philosophy is what has kept me human. It's what will keep any of us human. Ja. It's like you read it out of a book of fairy tales. I swear to God. Der denkt nur. Everyone could live in harmony if we all just wished hard enough. Total naiv. Open your eyes, James. The world isn't as simple as you like to make it sound. So what is it then? Ja. It may not be kill or be killed, but it's awful goddamn close. I'll find my own way. Next time you need help, ask someone else. Okay, jetzt lässt er uns in Ruhe, das ist schon mal... mal was. Clem? What is it? He doesn't get it. Not like we do. Not like I do. Ich weiß nicht, ob du das so verstehst, AJ. Ich meine, der AJ hat so, keine Ahnung, 70% oder 80% recht, aber der Rest ist halt... Trust me to tell which people are bad. That I won't ever use my gun because I like it. Okay. Only to keep our friends safe. Ich meine, das wäre okay. Please. You can trust me to decide when it's right. Ach, herrje. Also, boah. Ja, also mit Lily hat er recht. Das macht Sinn. Wir haben ihm gesagt, dass es bei... Wie hieß er? Der Typ mit der Frisur. Ich komme nicht auf den Namen, den er da umgebracht hat am Anfang, Episode 1. Da haben wir ihm zumindest klar gemacht, dass das unangemessen war und überzogen und er hat das irgendwie eingesehen. Zwischenzeitlich, er hat hier eingegriffen, wenn es nötig war. Also er hat sich jetzt gegen die Entführung durch James gewehrt. Er hat uns supported, eben als er ihm den Stein in den Kopf geworfen hat und so. Er hat uns auch geholfen, als wir gegen den Typen, dem wir da den Pfeil in den Fuß gestochen haben, auf dem Pier vorhin, hat er uns geholfen und so. Also er greift schon in den richtigen Momenten ein. Wenn ich jetzt so überlege, fällt mir auf die Schnelle, also abgesehen von so ein paar Sprüchen, die er manchmal raushaut, auch mit Ebel war er halt irgendwie, war es okay, dass er ihn ausschalten wollte und so. Also von der Sache her muss ich sagen, habe ich jetzt mehr Grund anzunehmen, dass er tatsächlich das unterscheiden kann. Als dass er es nicht kann. Insofern tendiere ich jetzt eher dazu,
hier You've Earned It zu nehmen. Andererseits, nicht andererseits, sondern zusätzlich ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man ihm jetzt hier dann auch nicht vertraut, was er ja, also wo ich jetzt nicht sagen kann, dass er es wirklich nicht verdient hätte, dass er uns dann halt völlig entgleitet in der Kontrolle, ja, dass uns halt nicht mehr zugänglich ist, weil er halt glaubt, dass wir ihn nicht verstehen, dass wir ihm nicht zutrauen, dass er sich dann mehr abkapselt, was sicherlich eher sogar noch problematischer wäre. Insofern mit leichter Nasenlänge voraus. Okay. Really? You're growing up too fast, AJ, and that scares me. But you've seen things and done things no one your age should have to do. You've earned my trust. Ich hoffe nur, dass you say you won't ever enjoy killing. I believe you. Ich hoffe nur, dass ich das nicht bereue. I won't. I promise. Weil letztlich hat er öfter gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist, als dass es nicht ist. Ja. That's the way out. He left his mask behind. Come on. Bei James. Okay, also ich kann auch nicht sagen, dass James weg ist, dass mich das jetzt irgendwie bocken würde. Wo mich da echt mal interessieren würde, was passiert, wenn man Lily nicht tötet. Ich habe bei meiner Let's Play gesehen, dass es dann halt James stirbt. Also dass sie James umbringt und dann das Schiff explodiert. Ich frage mich echt, wie sich das hier dann auswirkt, weil dass Lily jetzt mit uns dann da wegzieht, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Das wäre schon ein bisschen sehr daneben irgendwie. Weiß nicht, wie es dazu kommen sollte, dass sie... Ah, gutes Timing. Dass wir ihr da so weit vertrauen sollten, mit ihr da irgendwie zu flüchten und dann irgendwie vielleicht eine ähnliche Auseinandersetzung mit Lily zu haben. Seeks your approval above else. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ja, weil er dann zumindest... You've strengthened his confidence in himself. Okay. Coast is clear. So weit, so gut. Weil das unsere... If the shore is that way, then the school is probably that way. Unsere Bestätigung ist nicht verkehrt, weil das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass er sich halt nach dem richtet, was wir ihm so als Guidelines vorgeben, ja. Kasim was the third. Doch er gut sein sollte. Der dritte was? The day after AJ killed Marlon. Marlon hieß der genau. You already know Violet and I voted for you to stay. Kasim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. Ja, ich weiß nicht, Asim, I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. Der scheint mir auch sehr vernünftig zu sein. Asim was right. We were safer. Schon sagen, dass Asim auch einer der wenigen waren, wo ich sagen würde, die sind ganz vernünftig, wenn sie mitnimmt. When you met us. You made that go away. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think. Out of danger, ich glaub's ja noch nicht. I like Asim. Okay. If Marlon was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. We weren't safe with Marlon, even in his safe zone. We were just hiding. Yeah. Wobei man an der Stelle, muss man natürlich auch ein bisschen fairerweise sagen, Marlon nicht unbedingt vorwerfen kann, dass er nicht weiß, wie man sich halt kämpferisch wehrt in so einer Situation, weil er natürlich auch nie das irgendwo gelernt hat und noch nie in entsprechenden Situationen war, wirklich, ja. Wo er es hätte lernen können. Weil er war die ganze Zeit nur in der Schule da,
und nicht irgendwie in der Welt unterwegs und hat dann da irgendwie so wie Clem jetzt zum Beispiel oder so verschiedene Sachen erlebt. You're all alive. Wo man einiges hätte lernen können in der Hinsicht. Okay, das ist alles noch zu gut. Ich weiß nicht, ob das. I couldn't believe you were really dead. I had to try and find you. Nicht so gut ausgehen. Wobei jetzt eigentlich halt die Hauptfeinde so weit. You did find me. Eliminiert sind. Did everyone else escape? Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. Aber das ist echt so eine Frage, we're die safe, sind. Clem. All we gotta do now is find our way home. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Ja, wir haben jetzt eigentlich keinen Gegenspieler mehr, weil wir das Schiff und die Leute eliminiert haben. Sonst hatten wir keine akuten Bedrohungen. Theoretisch. Also wenn jetzt nicht noch eine Bedrohung von außen wieder auftaucht. Aber das ist auch, wenn man auf die Uhr guckt, wie viel Episode noch übrig ist, irgendwie ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Es wird doch noch irgendein Scheiß passieren. Well, we were looking for you guys and I thought you might be gone for good. Oh. Shit. I was trying to figure out what I'd do if you were gone. And I realized how goddamn stupid I was about Minnie. For a whole fucking year. I was so wrapped up in losing her and Sophie, I pushed away everyone who tried to care about me. Marlon, Brody, Lewis, even you and AJ, I tried my damnedest not to care about either of you. And I still couldn't tell you why. Well, you screwed up. Because you did care about me. Yeah, I did. Way more than I meant to. I'm still kind of amazed we found each other, you know? Yeah, me too. Jesus, everything's so different now. Me, us, the school. Mm-hmm. I remember how Marlon described it. What we were gonna turn Erickson into. It's not the way any of us pictured it. How did you picture it? I guess I couldn't. I just listened to what Marlon said. How it would be a home. A real one, but I couldn't really wrap my head around it. My family lived in a trailer. Okay. What about you? Where'd you live? I lived in a house with my mom and dad. Fence around it, big backyard. Trios, das ich nicht mag. What was your favorite part of the house? Schaukel. Bei Trios kann ich nicht sagen, weil sie selber schon gesagt hat, dass es nicht mochte in der zweiten Season. The kitchen. Keine Ahnung. Really? Ich weiß nicht warum, im Schlafzimmer, keine Ahnung. On Saturdays, my dad got up early to make us all pancakes. I'd come downstairs and run to the kitchen so I could help. Seeing my mom's face when she took a seat at the table, all laid out with pancakes, syrup, and orange juice. She was so happy. We all were. Kurz bevor man Kenny wiederfindet, sagt sie doch, also kann man, wenn man die entsprechenden Optionen halt nimmt, dass sie das gar nicht mochte, das Erickson tun. Can still be the home Marlon promised. As soon as we get back, we'll start rebuilding. It'll be a lot of work, but you're right. It is worth it. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Farm war. Wir wissen immer noch nicht, warum sie nicht zu Pravi zurückgegangen ist mit AJ. The kitchen's a mess, but maybe we could find some more pans and start a Saturday pancake routine. Sounds great, but I'm not sure when Saturday is. Kann man definieren. How about this? It's whenever we want pancakes. Oder so. Perfect. Ich würde sagen können, heute ist Samstag und dann alle sieben Tage, aber ja. After all that's happened, so geht's auch. Still hard to imagine. I mean, we fought for it, defended it. It should feel more like home than ever, but it doesn't. You know what the problem is? That stupid fucking name, Erickson. You want to rename it?
Yeah. Fuck that guy. We should name it something cool. Threatening, so, but not like scary. Land. Something that makes assholes go, I should stay away. Shit, das ist alles dumme Namen, but also. Not like Blood Murder Knife House. You name it. It was your idea. Die Namen waren alle dumm. Texas. We're calling it Texas. You can't just name it Texas. Fine. Texas 2. Texas House oder so wenigstens. I want to help rebuild our school. You will, Ten. Texas hat's mal we all will. We can start as soon as we get back. Was bezüglich Texas mal Let's erzählen. Get home to Texas too. Texas 2, okay. Immer noch besser als die drei anderen Namen. Irgendwie ist das hier alles viel zu Happy End mäßig. Das kann nicht gut gehen. Okay, just take your time and keep moving forward. Okay. Cross the bridge. Dann versuchen wir das mal. Ein bisschen am Rand gehen, da kann man sich zur Not. Okay, da kann man sich zur Not an so einem Balken festhalten. Ist das ein echter Vogel oder ist das ein... Ja. Irgendwie eine Figur oder sowas, ich gerade sich so gar nicht bewegt hat. Ja, das... Okay, das hat jetzt aber gedauert, bis die Auswahl kam. Ich war überlegt, jetzt kann man da irgendwas anwählen und dann ist nichts. Kann jetzt natürlich sein, dass sie jetzt getrennt werden. Dass Clem rüberkommt, die Brücke einstürzt und dann sind sie getrennt und dann passiert irgendein Scheiß. Ist natürlich auch so ein bisschen... Okay. Ein bisschen eine sehr bequeme Art, das enden zu lassen. Oder das fortzuführen, aber... That's far. Really far. Should be able to jump it. It's not that far. Kann doch einfach auf Nummer sicher gehen und sich. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. Die lebt immer noch. Ten, das Problem hatten wir schon mal. Okay, damit hat sich das mit dem Umlaufen erledigt. My sweet little brother. Come with me. You're dying. Ja. Yes. Yes, I am. I'm finally going someplace better. I want you there with me. Where everyone gets to be a person again. Alter. We're gonna go be with Mom and Dad and Sophie. She's going to kill you. It's not your sister. It won't be real if you're not there. Ten, please, don't do anything stupid. Don't let her trick you. But I... Ah, oh, fuck. Don't you fucking speak to him! Any of you! Okay. Please! Please, Minnie, stop! Wie hat er uns eigentlich gefunden? Wir sind durch die Höhlen und alles. To be with his family. Don't do this! Don't worry, Ten. She can try to stop me. But I am not going anywhere without you. Weil ich sagen muss, Ten ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, für den ich jetzt unbedingt AJ oder Clems Leben, insbesondere Clems Leben, riskieren würde.
help the boys across the gap. Watch out for the walkers. Okay. Okay. Achso, ich muss natürlich auf den Kopf zielen, vielleicht. Ja, Mini ist ja auch noch da mit der Waffe. Weil es ein bisschen akustisch. I'll help the boys across the gap. Watch out for the walkers. Okay, also, auf ein neues. Nehmen wir mal ihmchen hier. Alter, ich treffe auch nichts. Und das ist wieder Deckung. Ein ihmchen und ihmchen und wieder in Deckung. Uiui. Kranker Scheiß. Jetzt muss ich mal darauf achten, ob die irgendein Schussmuster hat. Wahrscheinlich nicht. Mal sehen, ob ich sie sehe, ob ich sie irgendwie im Blick behalten kann, wann sie die Waffe zieht oder so. Okay, also. Ah, okay, das ist wieder hier rote Soße. Okay, da links ist er irgendwo. I got AJ across, but 10 won't budge. Stop her. Oh. Gar nicht gut. Auf Ammunition! Okay, haben wir zumindest mal eine Chance jetzt. Alter! Denke ich nicht geladen in der Zeit, da war doch eben die. Oh, fuck. Ah, ist wie mit dem Arm da. Stirb bald auch. Mini, Mini. Ist nur die Frage, wie man den verletzten Arm hier über die. Ja, ich muss auch sagen, wenn Ten so blöd ist, Alter, dann ist es mir auch irgendwann egal. Oh, Violet, mach keinen Scheiß. Okay, immerhin, die Waffe haben wir auch noch. Sehr schön. Let him go, you'll die if you don't. Ja. Da hat er recht. Violet, please jump! Ich muss sagen, AJ hat recht. Ja. Oh my God, no, no. Und ich meine. Come with me. No! What the fuck? How could you do that? Und ich meine, das war sein Freund. Ich meine, Respekt, dass das. You wouldn't ever see Texas too if I didn't. Korrekt. I did it for you. For me. Ich meine, scheiße, er hat recht. Ja, aber. Ja. AJ saved your life, Vi. You'd be dead if he hadn't taken that shot. Korrekt. You think that's okay? Just gunning down one of our own. I didn't want to shoot him. He was my first real friend. Ich meine, sonst wären sie beide tot gewesen. Ist ja nicht so. So I had to decide.
Clem said I could, so I did. Na, wenn er nicht geschossen hätte, wären beide tot gewesen. Insofern... AJ wäre so oder so... nicht AJ. Ten wäre so oder so tot gewesen. Insofern hat er eben nichts genommen, ja. The monsters are gonna trap us. I know. I'll climb first and I'll catch you on the way down. Come on! Bye! Shit! I got it! Clem, look out! Ich muss sagen, bisher bereue ich es nicht, dass ich AJ vertraut habe. Das ist so ein bisschen wie Lee am Anfang mit dem kaputten Bein. Nein. Clem! I got you! Okay, auch mit dir. Go, I'm right behind you! Das will ich hoffen. Komm schon! Fuck, mach keinen Scheiß! Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Jetzt lass... jetzt Clem an einem Biss sterben lassen, hey, ohne Witz. Hat er jetzt wirklich ins Bein gebissen oder hat er in den Schuh gebissen? Ich meine, im Gegensatz zu Lee wäre jetzt natürlich gegebenenfalls noch Zeit. Ja, fuck. Ja, da soll noch einer sagen, das kann man nicht vom Hundebiss unterscheiden. Season 2. Ey, ohne Witz. Fuck. I got bit. Ich meine, im Gegensatz zu Lee, wo es viel zu spät schon war in dem Krankenhaus unten, wäre jetzt natürlich noch die Zeit, das zu versuchen, das Bein abzuhauen, aber. In der Situation jetzt natürlich auch. Alter. Ah, das ist so asso, dass du das jetzt so enden lassen. So quasi nur das Ende von Season 1, von Episode 1, nicht Episode, Season 1 irgendwie kopieren oder so, ja. Come on. We can't stay here. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving. Ich meine, jetzt wäre doch die Zeit, das Bein abzuschlagen, so asozial das ist. Oder nicht asozial, forward. Aber so beschissen das ist. Forward. Je länger sie warten, umso unsinniger wird's halt. Andererseits, wenn sie ihr das Bein abhacken würde, dann würde sie es wahrscheinlich auch nicht schaffen zur Schule zurück und er kann sie ja auch schlecht dahin tragen, zumal jetzt hier auch schon wieder die Walker kommen. Wo mich jetzt echt mal interessiert, ob das immer passiert oder ob das von irgendwelchen Dingen abhängt.
scheiß Mini. Also seit die uns verraten hat, das war so klar, dass die nur Ärger macht. Leider ist sie ziemlich effizient im Ärger machen. Albiorki ist sau dumm. Hey, I love you. Don't ever forget that. I love you too, Clem. Keep moving forward. Look! James is born. It's empty now. We'll be safe in there. Ja. Sicherer. Sicherer als draußen. Das ist mal sicher. Aber wenn sie wissen, dass sie da drin sind. Versuchen reinzukommen, die Walker, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt so gut, aber. Naja, gut. Nicht so, dass sie die große Wahl hätten. Move! Go, AJ, run! I'm right behind you! Aber ich muss jetzt echt sagen, wenn das jetzt wirklich so endet, dass das hier so eine Art, also quasi analog zu Lees Endszene mit Clem in Season 1 hier so eine Endszene ist mit Clem und AJ. Dann wäre das echt ganz, ganz schwach von den Autoren, ey, ohne Witz. Das ist 1 zu 1 das Ende kopiert von Season 1. Das ist so. Ah, das ist so lazy writing, ey. Ohne Witz. Abgesehen davon, dass es ein sau beschissenes Ende ist für Clementine. Jetzt spielen wir schon AJ. Oh, gar kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Das ist 1 zu 1 kopiert von. Oh Gott. Cover me. Ja. Oh, wir spielen AJ. Gar kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Ich meine, nochmal abgesehen davon, wenn sie die jetzt zumachen, die Türen, okay, dann haben sie halt ein bisschen länger aufgehalten, aber die. Scheiße.
Türen bieten jetzt auch nicht wirklich Schutz. Nein, komm! Binden, oder? Oder so. Okay. Clems Messer. Wir spielen EJ. Clem gibt uns ihr Messer. Sie liegt da am Boden, halb tot, ist gebissen. Ganz toll. Okay, B to stun, Y to kill. Nein! B oder Y, da drückt man doch nicht A, ich bin so dumm. Okay, auf ein neues. Okay, also hin, B und Y. Ich denke, dass wir die Zeit haben. Haben wir die Zeit? Ja, B und Y, weil er zu klein ist. Okay, ihmchen. B und Y. Und ihmchen auch noch. B, Knietrick und Kopf. Rennen Kopf. So geht das. Nächste Tür zu. Komm schon. Und. Alter. Sehr schön. Okay, ein bisschen Zeit erkauft. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die das aufhält. Alter. Good job, AJ. You did it. Boah, die ist auch schon wieder ziemlich. You need to find a way out of here. We can climb up there. The monsters can't reach us up there. Let's go. Easy climb. Come on. Please. Try. Das ist sogar vom Dialog 1:1 geklaut von Season 1. Also geht's, also jetzt mal ohne Witz, geht's noch erbärmlicher vom Writing her, ja. Das ist echt enttäuschend. Das ist so enttäuschend. I need you. I need you. Ich muss versuchen, ihn aufzubauen. Not anymore. Genau wie bei Clem damals. Look what you did. All by yourself. My little goofball. It's Alvin Jr. You'll always be goofball to me. Hey, look at me. AJ, please. You're such a cutie. How did I get so lucky? Das Einzige, was ich fühlen kann, ist mich aufzuregen, was für erbärmlich schwaches Writing das ist. Einfach 1:1 alles zu kopieren, ey. Don't be silly right now. Not right now. Please. I just wanted to see you smile. One last time. Don't say that. Please. Don't say that. I need to make sure you remember. Remember what?
the rules. What's number one? Never go alone. So I can't leave. Not without you. AJ. It's your rule. You won't be alone. Not for long. Get back to the school. I don't know how. Sure you do. One of the first things I ever taught you. You need to make sure they can't smell you, so... Grab that axe. Jetzt liegt die da, vorher habe ich sie gesucht. Da war sie nicht da. Oder ich habe sie übersehen, weil sie nicht anwählbar war. Wollte ich nochmal ins Video gucken, aber... There's a fresh, juicy walker just waiting to be gutted. You can use that axe to open it up. Cover yourself in walker guts. I know how to do it, Glenn. I know you do. Ach, Glenn. Was für ein Ende, ey. Next rule. What do we do when the monsters come? Clem. AJ. Shoot them in the head. Got any more ammo? Sonst funktioniert's nicht. There isn't any more. Ja, ich sehe die Frage, wo sie viel haben. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what'll happen. And I don't care. I don't want to go. I just want to sit next to you and stay. Like that monster couple from the train station. Even if someone kills us later, we'll just sit for a really long time. Please. Hey, wirkt so hart. Stay. Oh, sorry, kid. But no. I have a job for you. I need you to get back to your room. I need you to sleep in your bed and have friends and grow tall. Taller than I ever was, I hope. I need you to live, AJ. For me. That's your job now. Okay, Clem. Ah, God. That's my job. Last rule. No. What do we do if I get bit? Hat sie eben schon last rule gesagt? Are you gonna make me say it? Ich meine, das wäre genauso asozial, ihn jetzt sagen zu müssen, dass er es tun soll. Wenn er es tun will, dann soll er es tun. Aber er muss es nicht. Das hat mich schon so aufgeregt. Da kann man ja mal ans Ende von Season 1 gucken, wie viele Leute Clem Lee erschießen lassen. Das ist so grausam und gefühllos gegenüber Clementine. Das ist, ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Aber das habe ich damals zu Genüge gehört. Ich glaube auch mit dem Talk mit dem Igel irgendwie ein paar Mal erwähnt, meine ich. Aber ja, das ist. Ich meine, der ist fertig. Es gibt keinen Grund, dass er es tun muss und so. Und wenn er da ein Problem mit hat oder irgendwas, wäre es einfach völlig asozial, ihm jetzt zu sagen, dass er das tun muss. Das ist irgendwie. Warum? Da gewinnt keiner was mit. Ja. Wenn er es selber tun will, weil er dann einen besseren Abschluss findet oder weiß der Henker, dann soll er es tun, aber er muss es nicht. Just leave. I can't let you turn into a monster. You have to. Das ist aber auch genauso dumm. Das fand ich bei Lee am Anfang auch besser. Also jetzt kopieren sie es schon 1:1 und dann machen sie es auch noch schlecht. Lee hat ja halt gesagt, dass es halt
nicht wichtig ist, weil es eh nicht mehr er ist, wenn er als Walker rumläuft. Und das ist es halt auch. Und das macht Sinn und das ist logisch. Okay, Villas. Okay, er macht es von sich aus. Das ist okay. Final Lesson Achievement. Ich glaube, das Achievement, ja, das sieht man nicht im Video, weil ich die Overlays aus habe. Das ist aber Chapter 2. Ich meine, es war Nummer 3 oder 4 Chapter, weiß ich gar nicht genau. Es könnte natürlich sein, dass der Rest jetzt nur ein Rückblick auf die Farm ist, weil ich will immer noch wissen, was mit der Farm war und warum sie nicht zu Javi zurückgegangen ist und. Kann natürlich auch sein, wenn er jetzt nicht ganz blöd ist, dass er ihr das Bein abgeschlagen hat. In der Hoffnung, dass er sie damit rettet. Und es vielleicht sogar funktioniert. Das wäre dann doch wieder ein cooler Twist. AJ, I'm coming. Das würde auch irgendwie passen, so ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Leute zu spielen. Dass sie stirbt. Und dieser Rückblick jetzt ist eigentlich auch immer was, wenn sie ohnmächtig ist oder irgendwie, dass sie dann so... Fort McCarroll. No. Das klang streckenweise so, als wäre sie eine Weile mit... Oh, mit AJ auf der Farm gewesen, aber so wie es hier ist, ist es ja schon... Kommt sie ja schon an, wenn es alles... Ich meine, das wäre jetzt natürlich schon cool, wenn AJ ihr das Bein abschlägt und sie deshalb überlebt. Scheiß auf den. Das würde viel Sinn machen, das würde auch zeitlich noch Sinn machen, weil im Gegensatz zu Lee in der Klinik, wo es ja völlig bescheuert war, das mal zu machen, weil es einfach viel zu spät war, hat sie ja tatsächlich noch eine Chance. I'm looking for a boy. He's about 3 years old. His name's Alvin Jr. Ja, fick dich selbst. Ja, scheiß auf den. Will nicht riskieren, dass der mir irgendwie als Walker noch wieder in den Rücken fällt oder in so eine Scheiße hier. Da hab ich das Projekt jetzt gar nicht. Ich würde mein Geld darauf wetten, dass sie überlebt, weil AJ ihr Bein abschlägt. Oh mein Gott, es hurt so bad. Ja, scheiße bei den Verbrennungen. Kill me. Ja. Kill me. Weil der hat abartige Verbrennungen, dass er das überlebt ohne Advanced Medical Support. Glaube ich jetzt auch nicht. Beim Ende hätte ich gedacht, dass sie stirbt, aber da jetzt der Rückblick erst kommt, gehe ich ganz schwer davon aus, dass er jetzt das Bein abgeschlagen hat und sie deshalb überlebt. Wo ich mich auch frage, wieso sie nicht von sich aus das vorschlägt. I'm not messing around. Tell me where the kids are. Alright, alright. That way. There's a nursery. But I'm not letting one of you savages take a kid! Das ist einer von der Farm und glaubt, ich bin jetzt einer von den Angreifern. Ey, das ist eine Riesenfarm. Ich dachte, das wäre so ein Farmhaus, wo eine Familie wohnt. So ähnlich wie mit Herschel am Anfang, aber das ist hier eine Riesenanlage. Zumindest macht es dann ein bisschen Sinn, dass der, wie auch immer er hieß, der Bruder von Javi, AJ hierher gebracht hat. Ist das das Auto, mit dem die unterwegs waren am Anfang von der Season? Ich glaube fast, ne?
Noch dunkel in Erinnerung, aber ich meine schon. Egal, EJ finden. Sorry. Sorry. So sorry. Don't worry. We're leaving soon. No, no. Ich glaube nicht, dass die eine von den Schlechten ist, aber ich meine, die hat die Waffe gezogen, die hätte geschossen. Gehe ich mal schwer davon aus. Deswegen habe ich da irgendwie kurz gezögert, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Wenn sie es jetzt wahrscheinlich nicht verdient hätte. Aber dann stellt sich immer noch die Frage, wieso sie nicht zu Javi zurückgegangen sind. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich meine, es ist halt auch so ein Punkt, sie dreht sich um, zieht die Waffe und ich gehe ganz schwer davon aus, dass sie geschossen hätte, weil sie kann ja nicht wissen, wer ich bin und dass halt die Farm angegriffen wird. Hat sie allen Grund anzunehmen, dass ich zu denen gehöre, zu den Angreifern und sie irgendwie umbringen würde. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das Spiel so krass ist, dass, wenn man nicht schießt, man die Chance hat, irgendwie in Deckung zu gehen, mit ihr zu reden und sie vernünftig zu überzeugen. Aber in der Realität, in der Situation, kann man einfach sein Leben nicht aufs Spiel setzen, um... AJ. Weil vielleicht irgendwie was ist. Ja, das wäre eine reine Spielerentscheidung und keine Charakterentscheidung. Scheiße, der ist jetzt aber auch schon älter, ja? Wie lange war... Weil er war dann Baby und hier ist er locker mal... Ja, 2 Jahre älter. Minimum. Wobei ich auch nicht weiß, warum sie ihn in dem Alter mit der Flasche füttern, weil andere Babys sehe ich ja nicht. Na gut, das war jetzt seine Bezugsperson wahrscheinlich, ne? Als Baby ist... der Einzige, an die er sich so wirklich erinnert. Also ich hatte nicht die Option, in Deckung zu springen, sonst hätte man das machen können, statt zu schießen, aber da sie die Waffe zieht und in der Kontextsituation raus. Kann man einfach das Risiko nicht eingehen. Auch wenn ich schon, bevor ich geschossen habe, schon der Annahme war, wie sie sich vorher verhalten hat und gesagt hat und so weiter. Und, dass sie jetzt schon hier zur Farm gehört und jetzt irgendwie nicht wirklich jemand ist, den man irgendwie ausschalten muss. Aber die Situation hat es halt irgendwo erzwungen. Er hat einen jämmerlichen Blick drauf, meine Güte. Nee, ich kann nichts machen. Wenn die jetzt nicht am Ende so einen Twist machen, dass er ihr das Bein abschlägt und sie überlebt, ey, dann wäre es richtig asozial, okay. Das Ende. Can't go back to Richmond. This whole area is a war zone. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Ding war sicher danach. Die haben das übernommen. Javi hat da die Führung. Yeah, we have to go, AJ. This place, we can't stay here. Das ist doch völlig bescheuert. Wieso ist Richmond eine Warzone?
But it's okay. We're survivors. And the first rule of survival is... Das ist so bescheuert. Never go alone. Never go alone. Ja, Regel 1. Clem? Yeah, that's right. AJ? I've really missed you. So much. I know where we'll go. We'll go find ourselves a new home. Together. And I'll never leave you again. Weil ich sagen muss, was ich am Anfang nicht so gedacht hätte, dass es geschafft haben, dass man, dass ich tatsächlich AJ irgendwie mag. Ja. Also mag über das hinaus, dass man sagt, okay, ich kümmere mich um ihn, solange es nicht irgendwie mein eigenes Leben kostet. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wenn ich jetzt die Situation hätte, AJ muss sterben oder Clem muss sterben, würde ich wahrscheinlich trotzdem Clem retten, ehrlich gesagt. Aber sie haben es zumindest geschafft, AJ nochmal wieder für mich sympathischer und liebenswerter zu machen, als es zwischenzeitlich oder auch am Anfang der Fall war. Okay, den konnten wir nicht, dann... Gotcha. Okay, da hat er es wohl zur Schule zurückgeschafft. Wenn er Rosie dabei hat. Okay. Ich finde das Menü zur Auswahl ist sau behindert. Like having a dog, ja, aber der Hund so, also das weiß ich nicht. Ich mag die Art Hunde nicht wirklich. I wish you knew how to talk. Das wäre tatsächlich cool. Fishing's kind of lonely. Okay, Nummer 2. Kommt einer? Ja. Nein. Fucking shit. Come on. Boom, boom. Boom, boom, AJ. Alright, girl. I'm gonna go put this beer away. Stay here and keep watch. Jetzt wirft so den Eimer um und frisst die Fische, wa? Ah, doch nicht. Violet und... Ich habe das, glaube ich, ja nicht gesehen. Das war in einem anderen Let's Play von, glaube ich, war das ja, wo, so das, wo er das Dings findet. Put the spare away. Was haben wir hier? Dead bottles. Nothing good. Schön, dass du es so siehst. Fireplace. It's getting kind of cold. I'll bring some sticks and stuff next time. Looks like a bad place to sleep. Dafür ist er nicht gedacht. Können wir aber vielleicht mal bergen und in die Schule bringen. So ein Bad ist doch ein sehr angenehmer Luxus in so einer Situation, wenn man sich den ab und zu gönnen kann. Mal abgesehen vom... Gibt es da hinten noch was? Laufen kann er nicht. Im rechten Trigger. Das konnte nur klemmen. That's a pretty good. Okay. Better than the ground. Na gut. Ich wollte gerade sagen, hat er da schon mal geschlafen, dass er das weiß, aber besser als der Boden. This place is cursed. Oh, that's scary. And mean. I think this place is good. Frage ist, wer das geschrieben hat. Huh. Okay.
Nimm den Scheiß doch nicht mit. Alter. Scheiß Collectibles. Ja, da haben wir den Zufall aber auch sehr gestretched. Nein! No. Alter, ich hab doch den... No, no! Vielen Dank, yes. Rosi. Ich hab den doch beim zweiten Mal, habe ich garantiert im richtigen Moment gekriegt. Smells bad, ja. Ja, da wette ich drauf. Der kommt jetzt zurück mit dem Hut. Clem hat das Bein verloren, aber lebt noch. Da wette ich mein Geld drauf. Okay. Das ist jetzt auch wieder so zum Ende, wo sie wieder alle Zufälle irgendwie bis ins Unglaubwürdige... I'm sorry, Tin, but you were gonna get Violet killed. I had to do it. Korrekt. Nicht nur Violet, sondern beide, ja. Aber die Auswahl mit dem, die ist echt beschissen. Vor allem, wenn man da noch Zeitlimit hat. Sehr unübersichtlich und in der Auswahl auch. Drive him away. Have to kill him stimmt so nicht. Er muss es nicht, aber... Er kann es auch machen. Ich meine, hier ist es jetzt halt anders. Ja. Jetzt hat er halt einen Abschluss. Es nimmt ihn emotional nicht so arg mit und so. Das kann man halt machen. Und es ist ja auch niemand, der ihm sagt, er muss es tun, sondern das ist ja hier quasi... seine Gedanken, die ich ihm hier einimpfen kann. Und wenn er von sich aus sagt, dass er es will oder muss, dann ist es okay. Ist halt was anderes, als wenn einer von außen sagt, ja, los, komm, du musst mich erschießen, ja. Wenn er emotional völlig am Ende ist. Sorry, Tin. I know. Me too. Wäre vielleicht besser gewesen, mit dem Speer zu machen oder so, damit er nicht Munition vergeudet. Let's go home. In der Situation, wo man nicht unbedingt Munition braucht. Let's go home. Ja, die ziehen das so arg in die Länge hier alles. Man sieht Clem nicht, dass sie stirbt. Man sieht nicht, dass er sie getötet hat. Man sieht nicht, dass sie tot ist. Das ziehen sie so in die Länge. Da würde ich jetzt schon irgendwie... darauf wetten, dass sie noch lebt und er ihr nur das Bein abgeschlagen hat. Jetzt habe ich, als die Musik losging, schon gedacht, nee, es ist doch nicht so. Die gehen hier in die Endcredits rein, was ja immer noch passieren kann. Andeutung zu den Leaf Rubbings, die sie als Kind gemacht hat im Motel. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Take us back. Ja, die zelebrieren das hier so übertrieben in die Länge gezogen. Ich wette, dass es so endet. I have a friend who lives out by the river.
Das ist jetzt schon langsam ein bisschen nervig, arg in die Länge gezogen. Ey. Our songs like falling rain. Wind-blown buildings. Muddy ground. The strength of water can sink a man. Jetzt in die Endcredits fehlt, dann lag ich falsch. Aber das wäre schon echt übel. Macht keinen Scheiß! Macht keinen Scheiß, okay. Der Koch wieder an seinem Instrument zugange. What you doing there, Goofball? Ja. Whoa, easy there. You're out of bed. You're walking. And you have wood arm legs. Crutches. Woodarm legs, Alter. Crutches. I found your hat. It was in the creek down by the shack. I thought I wouldn't get it, but Rosie jumped right in and got it out of the water. It's all wet now. Und stinkt. Das sagt er nicht. Ist wohl erzogen. It's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. I'll put it in our room. I have a surprise for you too. Come with me. I want to show you something. Okay. So, what do you think? So good. It's for me? Yep. Willie helped me put it together. Come on, let me push you. Did she ever get the swing? This is my favorite day ever. I'm flying. I thought this was a monster trap. Nah. Versuchen wir mal Clementine auch nochmal irgendwie. Did you ever get the swing when you were smaller? Yep, sure did. Weil es natürlich auch ein bisschen schmerzhafte Erinnerungen sind. Sowohl an die Kindheit als auch an die Farm. You're the best, Clem. Yep. Das it's gonna get cold. Kann man so sagen. Come on, let's go eat. We're coming. Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich darüber denken soll, dass sie da alles so eins zu eins geklont haben vom ersten Mal. Ich meine, die haben es so als Aufhänger genommen, um eine Erwartungshaltung zu schüren, okay. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich meine, bloß weil das damals funktioniert hat, wollten sie wahrscheinlich das irgendwie klonen, damit die Gefühle halt irgendwie wieder getriggert werden oder so, ja. Bei Leuten, die das erste nicht gespielt haben, halt, für die wäre es halt neu gewesen. Man, die anderen halt so aus der Erinnerung raus. Aber da muss ich schon sagen, dass es mich eher ein bisschen aufgeregt hat, ja, dass so einfallslos das Klonen, ja. Dass wir es ein bisschen variieren. Wow.
Ach, da ist er. Wenigstens ist er ruhig. Das ist schon mal viel geworden. Ich kann über Better, nee, sicher nicht. Weh Better, sicher nicht. Dieses Rumgerülpse irgendwie, das muss echt nicht sein. Ruby, das ist gross. Ja. I learned from the best, little guy. Seconds, please. Already? You even taste that? Wobei schon noch die Frage ist, weil beim Fluss waren ja irgendwie tausende von denen, also tausend ist übertrieben, aber ein Haufenweise von den Walkern, ja, haben sie die jetzt alle weggekleamt. Idiot. Yeah, that's the spot. A sim says he saw 10, 15 of them, a little bit past the old safe zone. I want you to go. You're the boss. We need to know who they are. Maybe even see if they're willing to trade. Just keep your distance until you can make a call. Who are? Yeah. A group of survivors out beyond the old safe zone. Some kind of caravan. Are they bad people? How about you back me up, and we'll find that out together. Word on the street is you're a good running buddy. Best. Why not just avoid them is a good Frage. Or we could just ignore them. Hope they never find us. That's a Marlin strategy. We can't be scared to reach out and try to work with other survivors. Ja, das heißt mit der Zeit und mit der Auswahl ein bisschen blöd mit dem. This is the part where you tell me you'll be really, really careful. Das andere ist, ich meine jetzt ist anzusprechen, dass sie halt irgendwie sauer noch auf ihn ist wegen Ten oder so, weil weiß nicht, hätte man vielleicht jetzt auch noch am ehesten nehmen können, aber weiß ich nicht. Wollte ich einfach nichts sagen sollen. Wobei es in der Situation noch ein bisschen komisch wäre, aber. You okay? Just getting tired. Hey, walk with me a sec. Gotcha. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere. And if we ever had to run, it wouldn't be pretty. It's the shoot. At least you're not a monster. Or dead. Anything's better than that. Yeah, yeah. Vielleicht nicht alles, aber das Don't auf jeden Fall. That. Oh, I'm sure you'll remind me. Oh, yeah. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told yep. myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought. And hoped you didn't notice.
hope we'd find something before you did. Did I do a good job? Yeah. Of course you did. What are you? Are you crazy? Maybe a little. Was halt, a lot more than a little. Was halt cool ist, ist, dass man jetzt tatsächlich mit ihr reden kann und ihre Sichtweise sieht, ohne dass man sie. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had, I'd be dead. I was right to trust you back in the cave. To make the hard calls, even when I couldn't. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything. Dadurch, dass man sie gespielt hat, hat man halt so ihren Blickwinkel eigentlich nicht mitgekriegt, ja, weil sie der Charakter war und dass man jetzt mit ihr reden kann und sie nochmal ihre Sichtweise kommunizieren kann, ist echt cool. Mit dem Perspektivwechsel hier, weil man dadurch nochmal quasi mit ihr redet als die Person, die außenstehende Person, die ihr hilft quasi, wie man es ja eigentlich war am Anfang mit Lee und dann so ein bisschen rauskam. Durch die Season 2 und hier, wo man sie gespielt hat. Das riecht doch so ein bisschen nach Endcredits. Ich bin jetzt echt interessiert, ob hier irgendwo noch hier Bruna oder so dran stehen, nachdem sie die Firma an die Wand gefahren haben. Wenn es beinahe nicht so weit gekommen wäre. Oder es tatsächlich nur die Leute sind, die es verdient haben. Skybound! Da sind sie. Da muss man echt auch sagen, irgendwie Hut ab für Skybound, dass die tatsächlich das übernommen und zu Ende geführt haben und zu Ende finanziert haben, ja. Auch wenn sie. Also ich hätte sogar gesagt, wenn sie gesagt hätten, wir führen das zu Ende und wollen dafür nochmal irgendwie, keine Ahnung, für die letzte. Für die letzten Episoden, die letzten beiden Episoden irgendwie nochmal irgendwie 10, 15 Euro haben, keine Ahnung, ja, dann. Okay, okay, in you go. Das wäre auch irgendwie fair gewesen, aber dass es halt so zu Ende gemacht haben. Zwei Episoden oder eine Episode? Ich weiß schon gar nicht mehr, war das nach der. Play Skull? Nee, Schädel ist scheiße. It's like Lewis in a box. Das kann man abstellen, ja. Crystal, den können wir hinlegen. It's so cool looking. I wonder if it has magic powers. Tja. Ach, Edel. Nah. Ja, vielleicht hast du nur keine, der Kristall schon, weiß man nicht. Können wir da noch was hinlegen? Haben wir noch irgendwas gefunden gehabt? Achso, das Spielzeug. Calypso, genau. Calypso. Cauliflower. Hey there, Alvin Jr. You ready to rock? Es müssen nur eigentlich vier sein bei vier Episoden. Haben wir irgendwie eine verpasst, denke ich, oder so. You're so cool, Disco Broccoli. Like, the coolest. Beat Nick. Versteht dann jetzt. Okay. Scheiße, Schädel. I'm coming. Mm-hmm.
Na, wie ist das, Clem überlebt? Wobei Final Season natürlich so eine Sache ist, weil das jetzt auch nicht wirklich ein stabiler Zustand ist, ne? Das kann ja jederzeit wieder an die Wand fahren und irgendwie kritisch werden. 59% trusted AJ to make his own decisions. 41% wasn't ready, ja. Ich denke, das hängt extrem auch davon ab, wie man halt vorher reagiert, wie man auf ihn reagiert. Aber ich fand in der Situation, ich hatte es ja gesagt an der Stelle, er hat eigentlich nicht so wirklich was gemacht, außer dass er Marlon erschossen hat, was jetzt wirklich extrem unangemessen gewesen wäre oder so. Ja, da hat manchmal überreagiert, dass er da mal irgendwie dann die Ruby gebissen hat und so Geschichten, aber das ist jetzt nicht so der Killer, ja. Insofern, warum soll man ihm nicht vertrauen? Allerdings vielleicht andere, die anders auf ihn reagiert haben, da gibt es vielleicht eher einen Grund, ihm da nicht zu vertrauen, aber selbst dann weiß ich nicht, ja. 55% haben Violet die Schule renamen lassen, 18% Happy Sunshine Land, das ist, weiß ich, ist das die 12-Jährigen, die es gespielt haben, oder was? Rotting Shithole, 9%, ja, das sind Leute, die irgendwie besonders cool sein wollen, keine Ahnung, auch irgendwie völlig bescheuert. Castle Violet, despite her protests, okay, jetzt würde sie protestieren, so gut. Bei denen, also bei Happy Sunshine Land, das ist irgendwie kindisch, Rotting Shithole ist irgendwie genauso kindisch aus einem anderen Grund, weil irgendwie Leute dann irgendwie cool sein wollen, weil sie irgendwie das Shithole nennen. Keine Ahnung, finde ich auch irgendwie blöd. Castle Violet kann ich noch eher nachvollziehen, dass man das macht, weil man halt da irgendwie, wenn man halt da irgendwie die Beziehung zu Violet hat, dass man irgendwie Violet zeigen will, dass man wie man es mag oder so Geschichten. Wobei ich das aber auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, ja, schon so ein bisschen in die kindische Ecke geht, wobei die ja natürlich auch noch Teenager sind und so, und ja, warum nicht. Also die 18% kann ich noch eher verstehen als die anderen 27 da mit dem Shittle und dem Sunshine Land, das ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, sehr, sehr kindisch. Und Violet die Wahl zu lassen, finde ich auch eher ein Zeichen, wie man Violet mag, als es einfach Castle Violet zu nennen, was irgendwie so ein bisschen, schon auch irgendwie ein bisschen sehr kitschig ist. Und ihr zu sagen, dass sie es doch benennen soll, es ist nicht nur angemessen, weil sie ja schließlich auch da jahrelang gelebt hat, sondern auch ein Zeichen, dass halt, dass man ihre Meinung wertschätzt und dass man halt ihr was Gutes tun will und sie entscheiden lässt. Ja, letztlich läuft es darauf hinaus, dass man halt ihre Meinung wertschätzt und dass man ihr das überlässt, weil sie auch viel der Schule viel näher steht. Durch ihre ganze Historie als Clem, die da irgendwie erst ein paar Tage da ist. 43% haben AJ to leave, 57% kill you rather than let you become a walker. Das ist genau wieder wie am Anfang. Also, ich reg mich da nicht nochmal drüber auf. Das ist, da kann man meinen Rage in Season 1 nicht anhören. Das ist, im Grunde gilt das fast genauso 1:1 hier. 71% haben 10 erschossen, als Walker da ankam. Ja, warum soll man ihn am Leben lassen? Das ist diese James-Geschichte, das ist irgendwie auch so Psycho, das muss echt nicht sein. Ja, warum soll man ihn da nicht finishen? Ich meine, für AJ war es jetzt nicht so eine dramatische Entscheidung mehr und es ist wie noch irgendwo nochmal ein Abschluss. Ist halt was anderes, als Clem jetzt umzubringen oder für Clem Lee umzubringen am Anfang. Genau, da haben wir die gleichen nochmal. Zusammenfassung: Violet was exhilarated when you confessed your feelings for her. She felt vengeful after she watched the Raiders take Lewis. Violet felt understood after you expressed sympathy about her reason for coming to Erickson. Achso, das war ihre Kindheitsgeschichte, die sie erzählt hat. Grief stricken about 10. If I had one wish, I would give you and 0% left Violet feeling loved. What? Also entweder hier stimmt irgendwas mit der Verbindung zum Server nicht, oder das haben wir jetzt noch nicht genug gespielt, wobei ich jetzt auch schon, das ist schon einige Stunden raus ist, das Spiel. Da muss man ein bisschen später nochmal ins Spiel gucken, wie die Werte sind in ein paar Tagen, wenn sich das geupdatet hat. 0% kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wäre schon sehr übel. 83%, das ist 83%. 0% Love. Das ist echt nur eine Handvoll Leute. Das schockt mich.
You and 83% of players left Louis feeling shaken. Discouraged when you choose to spend time with Violet instead of him. Ja, pff, warum? Wer da denn? Nee, brauche ich nicht. Traumatized after his capture, ja, okay. Tense death has left him feeling devastated. Shaken. Ja, aber da muss ich halt sagen, er hat da noch nichts getan, um sich irgendwie... Trotz dem ganzen fadenscheinigen Gelaber, was man so von anderen hört, die das versuchen zu rechtfertigen, warum man sich irgendwie für Louis entscheiden sollte, aber ohne Witz, der hat nichts getan, weswegen er irgendwie... Deswegen man da irgendwie großes Mitleid haben sollte oder noch schlimmer, ihn zu wählen. Ja, das hat er sich alles irgendwie selbst eingebrockt und völlig unnötigerweise eingebrockt. Selbst das mit der Zunge. Wieso, wenn er da gefangen wird, kann er nicht einfach die Fresse halten? Ja, also, ohne Witz, nee. Immer noch kein Mitleid. Lily ist tot. Sehr gut. Thought she might have been able to sway you to her cause. Nein. Realized AJ's potential as a soldier almost immediately. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da würde mich echt interessieren, da muss ich mal beim Eagle gucken, weil der hat sie ja nicht erschießen lassen von AJ, ob sie dann tatsächlich jetzt dann überlebt und einfach nur verschwindet nach der Geschichte mit dem Boot. Und sie dann hier jetzt noch rumsträumt in der Version. Ich bin langsam hier, der Abspann ist schon durch. Ten ist tot. Okay, jetzt frage ich mich natürlich auch, ob der überleben kann, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil wahrscheinlich ist dann Violet mit tot oder so, weil... Oder noch schlimmer, Violet stirbt und Ten überlebt oder so ein Kack. Das wäre mal richtig übel. Ten was sad that you wouldn't let him draw you into his picture of the afterlife. Ja, das ist auch ein bisschen daneben gewesen. He was bitter when you called Marlon a coward. Ja, ist er aber halt auch gewesen irgendwo. Ten was dispirited when you called him delusional for believing Walkers will disappear someday. Ja, das habe ich nicht. Das ist, ja, das interpretiert das Spiel da ein bisschen rein. Also man hat halt gesagt, ja, das habe ich auch mal geglaubt und so. Das ist jetzt schon was anderes, als ihn delusional zu bezeichnen. Ne? Also das ist, da interpretiert das Spiel mehr rein in die Sache, die man gesagt hat, als tatsächlich da ist. Da hätten sie, wenn sie das wirklich so meinen, hätten sie da eine andere Option auswählen, also als Text hinsetzen sollen, dass man wirklich weiß, dass es in die Richtung geht, weil die Textauswahl, die man da hatte und auch das, was Clem gesagt hat in dem Moment, ist nicht das, wenn man ihn da für delusional hält. 36% der Spieler left James feeling infuriated. Ja, scheiß auf James, der war echt durch, der ist auch irgendwie daneben. Was thankful that you respected his beliefs and spared the walkers. Okay. So viel Credit kann man ihm geben. Ja, warum soll man die jetzt da unnötig umbringen, wenn er da einen darum bittet? War nicht wirklich nötig, kann man machen. James was disenchanted that you didn't see there being more to walkers. Ja, weil da nicht mehr ist. James was relieved when you said you wouldn't let AJ become a killer. Sehr schön. Hab ich auch nicht. Und seine Reaktionen waren einfach bescheuert. Und diesmal haben wir alles gefunden. Was mir völlig egal ist. What Clem taught me. Oh, the first thing you do when you enter a new place is to check all the windows. Ja, okay. Aim for the head, wichtig. When you have to apologize, be as honest as you can, even if it's really hard. Korrekt. Eat real slow or you might accidentally burp or fart real bad or choke. Choke, ja, real slow ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber angemessen slow. It's not nice to take other people's stuff. Ja. Bisher bereue ich nichts. If people try to steal from you, it's okay to try and kill them. Steal from you, kill them, ist vielleicht ein bisschen arg gestretched. Wenn sie halt versuchen, einen zu verletzen oder zu töten oder andere zu verletzen, die einem nahestehen und so. Ja, wenn sie nur stehlen, muss man sie nicht unbedingt töten. Wenn es im Rahmen der Situation nötig wird, dann lieber das als irgendwie anderen Scheiß. Aber bloß weil einer dealt, ihn jetzt zu töten, ist vielleicht ein bisschen arg viel reininterpretiert. Das habe ich ihm so, glaube ich, auch nicht wirklich gesagt. Sleeping in a bed is way better than sleeping on the ground. Trust me. Okay. It was wrong to kill Marlon because he wasn't a threat when I shot him, but Lily wasn't a threat when I shot her and that was okay. It gets confusing. Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört an der Stelle, dass man ihm das nicht näher erklären kann, weil Lily war eine Bedrohung, als er sie erschossen hat, weil sie war immer eine Bedrohung. Marlon war keine Bedrohung mehr, weil er keine Intention mehr hatte, uns zu schaden. Während Lily durchaus noch eine Intention hatte, uns weiterhin zu schaden. Das ist halt der Unterschied. Insofern war sie noch eine Bedrohung, als er sie erschossen hat. Und dass man das AJ nicht klar machen kann, den Unterschied auch in der Höhle, als die Diskussion mit James war, das finde ich auch ein bisschen blöd. Weil das war die ganze Zeit das, was ich sagen wollte, als Clem in der Situation, weil das auch das Vernünftige wäre. Und das ist halt auch so, das ist halt ein Unterschied zwischen Marlon und Lily.
Und diese Confusion, die AJ da hat, hätte man sehr leicht auflösen können. If you have to atone something, it's hard, but people will forgive you. Okay. Vielleicht, nicht zwingend. Hängt davon ab, was du verkackt hast. Whenever you're scared, just try to push through it. Ja. Soweit alles okay. Also das mit dem, when they steal from you, kill them. Und ist eigentlich das Einzige, was wirklich schlimm ist. Und dass man das nicht klarstellen konnte, da ist er confused. Aber okay, kann man ihm halt nicht erklären. Ach ja, hier geht noch weiter. The monster will be here forever. No one's coming to save the day. Ja, vermutlich. Also will be here forever ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber zumindest sollte man nicht damit rechnen, dass es in naher Zukunft von sich aus irgendwie verschwindet oder andere das machen. Sometimes you have to show mercy to the bad people. Ja, gut, der hat auch was für uns getan. Insofern ist halt auch nochmal ein Unterschied. Aber deswegen sometimes. Doctors can help with your trauma, but I think they're all dead. Okay. There's no such thing as a monster self, korrekt, absolut. Den Scheiß soll er gar nicht erst anfangen zu glauben. If your grandma is dying, stop watching cartoons. Okay. Growing up too fast can make you seem scary. But people still have to trust you to make the hard calls. Ja. Yeah. And the hard calls are always unfair. Nee. Always nicht. Manchmal sicherlich, aber eigentlich garantiert nicht always. Weil in dem Spiel hier, muss ich sagen, die harten Entscheidungen, also die so als hart empfunden wurden von einigen oder so, fand ich jetzt nicht unfair und teilweise auch gar nicht so hart. Your Choice ist Episode 1. Gut, das sind die Dinger hier nochmal. Ach, nur nochmal so als Übersichtskarten. Ja, gut. Die haben wir ja, sind wir durchgegangen, als wir die Episoden hatten. Update den Content und da sind wir zurück im Hauptmenü. Ja, alles in allem, ja, sagen wir mal so, das Ende ist durchaus okay. Für mich, muss ich so sagen, wie sie es inszeniert haben, ja, wie gesagt, dass sie da einfach 1:1 das Ende von 1 klonen, fand ich schon irgendwie traurig, da hätten sie es irgendwie besser machen können. Weil für Leute, die die erste Season schon gespielt haben und diese auch damals gespielt haben und so, die jetzt so viele Jahre das irgendwie mitverfolgt haben und die Sachen gespielt haben, finde ich, ist es schon sehr ärgerlich, einfach 1:1 das zu kopieren und damit nochmal zu versuchen, hier irgendwie Leute abzuholen. Das ist, also es hat mich in der Situation tatsächlich mehr aufgeregt als schockiert. Wobei sie hinten raus schon, muss ich sagen, wie sie es inszeniert haben mit AJ und so, hat tatsächlich emotional gewirkt. Es war allerdings nicht so, wie es vielleicht hätte wirken können, wenn es jetzt nicht wirklich 1:1 einfach kopiert gewesen wäre. Das mit dem Twist, ja, ich weiß, was sie damit versucht haben. Und es ist auch irgendwie ganz cool, als jetzt einfach so ein Straightforward-Ende zu machen. Allerdings muss ich da sagen, in dem Moment, wo dann dieser Flashback kam, war es echt zu vermuten. Also war mir schon fast offensichtlich dann am Ende, als sie dieses wie EJ so zurückkommen, so das so extrem in die Länge gezogen haben, das hat mich mehr und mehr bestärkt eigentlich. Ich habe da so ein bisschen kurz gezögert, als er so lange geladen hat, als man dann reingekommen ist, ob nicht dann vielleicht doch das Ende ist. Das wäre tatsächlich richtig, richtig krass gewesen. Aber ja, insofern war es jetzt nicht so wirklich der Twist, der so wirklich überraschend kam für mich. Weil das, ich meine, das ist auch so der Punkt, auch für die, dass sie jetzt Clem so sterben lassen und so, das wäre schon ziemlich übel und was dann für ein Shitstorm kommt und so, das hätte ich mir auch nicht so richtig vorstellen können. Sah, wie gesagt, für mich tatsächlich so aus, dass es Ende irgendwie klonen, aber als dann der Flashback kam, weil sie hatte ja bisher diese Flashbacks immer nur, wenn sie geschlafen hat oder ohnmächtig war und insofern, auch wenn dann doch einmal, als sie am Anfang aus dem Zimmer kommt und das Pferd auf dem Flur sieht und so Geschichten, da war sie ja auch. Nee, das hat sie geträumt, da hat sie auch geschlafen. Nee, sie hat dann immer geschlafen, ja. Insofern war das dann der Punkt, nachdem das danach kommt und das, dadurch, dass sie vorher das auch nicht thematisiert haben, ja, weil auf die Idee müssen sie ja kommen. Selbst wenn man so gespielt hat, dass bei Carver damals, wie hieß sie, die Freundin von Kenny an der Stelle, selbst wenn man ihr nicht den Arm abgeschlagen hat, um es zu machen, hat man ja von Reggie gewusst, dass es das gibt als Option und dass Reggie hat das auch überlebt. Insofern wundert es mich eher ein bisschen, dass Clem das nicht von sich aus in Betracht gezogen hat und AJ vorgeschlagen hat oder so. Aber dann hätte halt der Twist nicht mehr funktioniert. Weil Clem hat das ja erlebt mit Reggie bei House, mit Carver in der zweiten Season, dass es funktioniert, wenn man es schnell genug macht.
Insofern hätte sie selber in der Situation da auch drauf kommen können. Dass sie es nicht gleich gemacht haben in dem Wald noch, macht irgendwie Sinn, weil da waren zu viele Walker drumherum. Wenn er ihr das Bein abschlägt, ist sie vielleicht ohnmächtig, dann kann er sie nicht beschützen bei den vielen Walkern, dann ist sie eh tot und so. Also, dass sie erstmal versuchen, in einen sicheren Platz zu kommen, macht Sinn. Aber in der Scheune hätte sie das ansprechen müssen. Das macht keinen Sinn, dass sie das nicht angesprochen hat. Ja, ansonsten weiß ich nicht, fällt mir jetzt auf die Schnelle sonst mal nicht viel ein. Wie gesagt, das Ende ist soweit okay. Auch wenn ich sagen muss, Final Season, so wirklich Final ist es nicht, weil das ist, okay, sie sind jetzt da, aber das kann ja jederzeit wieder, können sie angegriffen werden oder kann irgendwas passieren. Das ist wirklich ja nicht wirklich das Ende von Clementines Story in dem Sinne, aber sei es drum. Ist als Ende für die Game-Series auf jeden Fall okay. Ja, falls mir noch irgendein kranker Scheiß einfällt, den ich jetzt vergessen habe und den ich noch irgendwie erwähnen muss, weil es super cool ist oder super blöd oder völlig schwachsinnig oder sonst irgendwas. Ich denke mal, dass ich mit dem Igel nochmal wieder einen Talk machen werde hier zu der Finalisierung und mal sehen, wie das seine Nerven so getroffen hat, die ganze Geschichte. ja, denke ich mal, dass wir das noch machen werden. Wird dann auch demnächst hier dann wahrscheinlich online kommen. Also bis dahin, ansonsten, ja, war es das mit der Clementine-Story. Schon schade. Vielleicht greift es ja Skybound nochmal auf, weil es war ja Telltales Aussage, dass es Final ist. Vielleicht macht ja Skybound da nochmal mehr oder greift den Charakter wieder auf für irgendwas oder so. Wir werden sehen. Insofern das Ende erstmal doch einigermaßen versöhnlich. Auch wenn es von der Inszenierung her, auch die Erklärung, dass sie nicht zu Richmond zurückgegangen sind und so, war schon echt schwach an manchen Stellen, aber nun gut, hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Aber soweit, so gut. Mit dem Ende kann ich leben. Insofern alles okay. Und dann beende ich die Folge jetzt mal hier an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.